Hi, heute soll es um ein wichtiges Thema gehen, nämlich um hilft Milch beim Einschlafen. Viele Menschen bevorzugen es, warme Milch zu trinken, um besser einschlafen zu können und glauben auch daran. Diese Menschen vertreten auch die Meinung, warme Milch hilft beim Einschlafen. Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen. Einige dagegen sprechen. Ich möchte das Ganze ein bisschen wissenschaftlich hier betrachten und dementsprechend möchte ich dann nochmal anfangen. Der erste Punkt ist Melatonin. Melatonin ist in geringem Maße in der Milch vorhanden. Melatonin ist dafür da, dass wir letztendlich so gesehen einen Schlafrhythmus haben, dass das Schlafen so gesehen eingeleitet wird. Melatonin wird auch beim Schlafen ausgeschüttet und somit sorgt Melatonin auch damit, dass wir müde werden. Dafür ist Melatonin zuständig, dass wir müde sind. Viele kennen das aus der Winterdepression, das heißt, wenn die Monate sehr dunkel sind, dann fühlt man sich schlaff und nicht leistungsfähig. Das hat damit zu tun, dass durch Licht die Melatoninproduktion gehemmt wird und wenn es dunkel bleibt, Melatonin produziert wird. Und dadurch man sich schläfrig fühlt. Deswegen fühlt man sich im Winter schläfrig, weil nicht so viel Licht da ist, weil es dunkel ist und man deswegen relativ viel Melatonin im Körper hat. Melatonin wird im Hirn produziert, ist also ein körpereigenes Hormon, ist auch gar nicht schlecht für den Menschen an sich. Und wenn man unter Melatoninmangel leidet, ein Melatonindefizit hat und deswegen nicht schlafen kann, so könnte es doch durchaus sein, dass Milch hilft, dass wir einschlafen können. Das könnte durchaus sein, allerdings ist dies nicht wirklich bestätigt. Es gibt Studien, die das bestätigen, natürlich. Es gibt vor allem, man muss nur lange noch suchen, man findet eine Studie, alles bestätigt. Nur wichtig ist, ist diese Studie repräsentativ. Und hier muss man sagen, wissenschaftlich ist dies nicht bewiesen, dass der Melatoningehalt in der Milch ausreicht, dass man dadurch wirklich müde wird und besser schlafen kann. Es gibt sogenannte Nachtmilch. Die wird von Kühen gewonnen, die nachts gemolken werden. Das macht insofern Sinn, weil nachts auch Kühe Melatonin produzieren und somit nachts mehr Melatonin in der Milch ist als tagsüber. Also müsste Nachtmilch, in der Nacht gewonnene Milch, dazu beitragen, dass man besser schlafen kann, wenn man diese Nachtmilch später trinkt. Aber auch hier ist der Gehalt so gering, dass es noch nicht nachgewiesen ist. Ich möchte diesen Effekt allerdings nicht bestreiten. Wenn man schon Milch trinken möchte zum Einschlafen, hilft eher Nachtmilch als normale Milch. Das kann man zumindest festhalten. Dann gibt es auch noch den folgenden Effekt. Wärme. Jeder kennt das. Wenn man warme Sachen trinkt, wenn man warme Sachen isst, wenn es sehr warm ist, fühlt man sich schläfrig. Auch der Effekt könnte bei der warmen Milch zutage kommen. Nämlich, man trinkt was Warmes und daraufhin fühlt man sich wohl, geborgen und kann besser einschlafen. Dieser Effekt könnte ein weiterer Effekt sein, der dazu beiträgt, dass Milch einem hilft, beziehungsweise warme Milch einem hilft, wenn man einschlafen möchte. Dann gibt es auch noch den Placebo-Effekt. Placebo aus dem Lateinischen, ich werde gefallen. Heißt nichts anderes als, wenn man an etwas glaubt, so tritt es vermutlich auch ein. Beziehungsweise Wirkung findet statt, wenn man dran glaubt. Wenn ich also glaube, dass warme Milch mir beim Einschlafen hilft, so wird es nachweislich mir auch helfen. Das kann man sogar wissenschaftlich belegen, dass dies dann so ist. Allerdings hilft das Menschen, die nicht dran glauben, nicht wirklich weiter. Allerdings kann man festhalten, dieser Placebo-Effekt ist nicht zu vernachlässigen. Und wieso eigentlich nicht, wenn man dran glaubt und es hilft einem, wenn man von klein auf eingetrichtert bekommen hat, warme Milch hilft dir beim Einschlafen, dann wird dieser Effekt vermutlich dafür sorgen, dass man auch einschläft. Natürlich könnte man hier auch mit den homöopathischen Gesetzen ein bisschen hantieren, von wegen ganz grob, ich möchte keinem Homöopath auf die Füße treten, wenn man etwas stark verdünnt, dann wirkt es umso mehr. Kann man ungefähr so homöopathisch sagen, natürlich nicht ganz genau so. Ich möchte hier, wie gesagt, niemand auf die Füße treten, da gibt es eine gewisse Eigenresonanz von
Molekülen und so, das ist relativ komplex, aber groß verdünnte Sachen wirken dadurch stärker, dass man sie verdünnt. Und auch hier könnte man vielleicht argumentieren, Melatonin ist sehr wenig da drin, also sehr gut verdünnt. Vielleicht hat das auch irgendwie einen Effekt. Könnte man mal im Hinterkopf behalten, muss man nicht weiter erläutern. Nur, dass man weiß, dass es vielleicht auch hier Effekte geben könnte, die da mit einwirken. Aber wichtig sind diese drei Effekte, die letztendlich dazu beitragen könnten, dass warme Milch einem wirklich hilft, wenn man einschlafen möchte. Wissenschaftlich wurde das Ganze schon häufiger untersucht. Es wurden zum Teil Zusammenhänge gefunden, zum Teil halt nicht. Wissenschaftlich komplett bewiesen und gegenbewiesen ist es nicht, ob Milch beim Einschlafen hilft. Wir wollen noch mal kurz resümieren. Es gibt in der Milch das sogenannte Melatoninhormon, was für den Schlaf wichtig ist und was man somit beim Trinken der Milch künstlich zu sich führt. Das könnte natürlich dazu helfen, dass man früher einschläft, beziehungsweise besser einschläft, wobei die Konzentration doch sehr gering ist. Auch die Wärme der warmen Milch könnte dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt, entspannt fühlt und dann besser einschlafen kann. Der Placebo-Effekt, das heißt, der Glaube an diesen Effekt an sich, könnte sich auch natürlich auswirken darauf, dass man letztendlich besser einschläft. Das sind drei Effekte, die dazu beitragen könnten, dass man besser einschläft, wenn man warme Milch trinkt. Ich persönlich tue dies auch manchmal und möchte nicht abstreiten, dass es diese drei Effekte gibt. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass sie in der Wissenschaft noch weiter zu diskutieren sind, um letztendlich wirklich festhalten zu können, welcher dieser drei Effekte, wenn überhaupt, dieser Auswirkungen auf den Körper haben, dass man besser einschläft, wenn man Milch trinkt, beziehungsweise warme Milch trinkt. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns in einem weiteren Video wiedersehen werden. Über weitere Kommentare und Erfahrungsberichte über warme Milch unter diesem Video würde ich mich natürlich sehr freuen. Vielleicht kann man die dann in einem anderen Video mal gerne einbringen. Dankeschön.